Ja, nachdem wir uns jetzt gerade die kleinstmögliche Einheit Büroraum angeschaut haben, sind wir jetzt in einem etwas größeren Raum. Ein Raum, den es eigentlich in jedem Büro oder Geschäftsgebäude meistens oder zu 99% gibt, der sogenannte Besprechungs- oder Schulungsraum. Und der hat natürlich wieder ganz andere Voraussetzungen an das Thema Licht. Und wie die sind und wie das hier realisiert worden ist, das erklärt uns jetzt der Dirk einfach nochmal. Ja, eingangs an der Unterverteilung habe ich euch gezeigt, dass die Lichtsteuerung über vier DALI-Gateways funktioniert. Das heißt, jedes DALI-Gateway kann 64 Leuchten einzeln steuern, beziehungsweise in Gruppen. Das hängt, wie gesagt, ganz individuell von der Programmierung ab, was man in diesem Beratungsraum etc. vorhat. Wir haben hier 18 Leuchten in diesem Beratungsraum, der ca. 150 Quadratmeter groß ist, also auch die nötige Lichtleistung erreicht, die man braucht, um eine Konferenz abzuhalten. Wir haben hier zwei fertige Szenen programmiert. Einmal die Konferenzszene. Also sprich, wenn die Teilnehmer, wie jetzt aufgebaut, im Kreis oder im Rechteck zusammensitzen. Und das zweite, wie man unschwer erkennen kann, ist an der Decke ein Beamer zu finden. Und man kann ganz einfach eine Beamer-Szenensteuerung programmieren. Das heißt, wir haben hier jede Reihe um 15% Lichtleistung gedimmt, sodass man vorne ein scharfes Bild hat, aber trotzdem noch an den Plätzen arbeiten kann. Also es hat im Endeffekt erfüllt es auch zwei Zwecke. Also einmal den Zweck, die Beamerschaltung, dass man sagt, okay, ich habe vorne dunkel, hinten hell. Und das andere ist, wenn ich so jetzt wie hier im Kreis sitze, brauche ich die mittlere Beleuchtung nicht, dann kann ich sie ausschalten. Ist auch wieder Energieersparnis in dem Sinn. Genau. Die nächste Möglichkeit, die wir hier noch eingebaut haben, ist die sogenannte Reihensteuerung. Also sprich, dass jede der einzelnen sechs Reihen steuerbar ist. Okay. Man kann die jeweils zu- oder abschalten und muss somit nicht den ganzen Raum beleuchten, wenn man halt nur zu zweit sich in diesem Raum befindet. Okay, also auch wieder Thema Energieersparnis. Genau. Sehr durchdacht. Danke, Dirk. Gern.